Herzlich willkommen zu einem neuen Eternals Evolution Video. In diesem Video möchte ich mit euch einmal durchgehen bzw. zeigen, was passiert, wenn alle Helden auf Maximum Level sind und was danach für Möglichkeiten sind und ja, wie es dann weitergeht mit dem Fortschritt der Helden. Ja, ich schaffe es jetzt endlich auch, dass alle auf Level 240 sind, alle 5 Charaktere. Und dann schauen wir mal, was dann passiert. Vor allem mit den Ressourcen, mit den Kristallen oder auch mit den Erfahrungen, die man ja theoretisch dann nicht mehr bräuchte. So, jetzt haben wir alle auf Max-Level sozusagen. Jetzt gehen wir in den Vererbungsbereich rein. Jetzt haben wir alle, die wir hinzufügen, bekommen das Max-Level. Das ist schon mal nice. So. Alle Ressourcen, die für die Entwicklung der folgenden verbraucht werden. Okay. Zurückerstattet. Ah, okay. Ja, dann fangen wir mal an. Hyperevolution. Ach so. So, jetzt müssen wir mal zurückgehen. Helden. Ah ja, die bleiben alle. Max-Level. Da hat sich jetzt nichts geändert. Ausrüstung nichts. Ist jetzt nur die Frage. Zurücksetzen. Ist nicht mehr möglich nach der Kristallevolution. Verständlich, wenn alle Max-Level haben. Gut. Ja, dann gucken wir mal. Wir wollen hier. Achso, man kann auch gar nicht alle entwickeln lassen. So. Okay, gucken wir mal. Gibt es hier eine Information? Ja, wird die. Nach der Hyperevolution wird das Gipfellevel frei erhöht, das Gipfellevel, um Attribute eines Helden zu verbessern. Nach der Hyperrevolution wird die Heldenqualität wird außergewöhnlich geändert. Das kannst ihre Qualität weiter und zwar kosten, die den Sterblichen. Ah, okay. So. Versuchen wir sie einmal. Jetzt kommt das Geld zum Tragen. Ich verstehe. Okay, ich dachte schon, man braucht kein Geld mehr, aber jetzt braucht man es anscheinend doch. So, und für die brauchen wir wahrscheinlich so einen fetten Kristall. Okay. So ist die Frage, wen kann ich denn hier alles so einen Kristall geben? Warum nicht allen? Das wundert mich jetzt ein bisschen, aber gut. Auch kein Oak. Oder gibt das, hat das bestimmte Gründe, warum nicht alle zur Verfügung stehen? Gehen wir mal kurz zurück. Gibt es hier eine Information? Es folgt auch keinem Schema, weil ich hier welche mit bei habe, die haben nur epische Ausrüstung auf 10, manche haben es auf 20, manche auf 30. Daran kann das nicht liegen. Level sind ja auch alle. Vielleicht ist es einfach so, dass nur für bestimmte das offen ist. Gut, definitiv erstmal Heiler. Gucken wir erstmal. Okay. Ach so. Das heißt, ich kann sie jetzt gar nicht weiter. Ich muss mehrere hochleveln, damit das Gipfellevel steigt, so wie es scheint. Den nehmen wir noch, ihn nehmen wir mal.
Oder kann ich alle theoretisch... Moment. So. Sollen wir mal gucken. Kann ich weiter aufsteigen? Nee. Wenn wir jetzt hier reingehen. Ah, Gipfellevel verbessern. Jetzt wird's interessant, okay. Das heißt, da brauche ich jetzt im Prinzip die ganzen... Die Frage ist, Gipfel Level 2. Ah, okay. Weil wenn ich mir die Arena anschaue und sehe, wie so die Top-Ranked-Leute... Nehmen wir mal zum Beispiel Sturmtier. Der hat Luke mit Gipfel Level 120. Bedbird, der hat Dings und Luke mit Gipfellevel auf jeden Fall auch über. Tiger hat auch Gipfellevel. Ah, okay. Das heißt, mit den Kristallen, die wir zur Verfügung haben, können wir festlegen, welche Charaktere auf jeden Fall stärker werden. Das ist ja schon einiges. Und da wir ja einiges an Kristallen haben, ist das, glaube ich, auch... nicht so verkehrt. Und allein durch die Hyperrevolution kriegen die schon mal einen Boost, wie man hier sieht, von Leben, Angriff und Verteidigung. Und dadurch, dass ich so viele von diesen Kristallen habe, ist das überhaupt kein Problem, das zu machen. Und dann können alle theoretisch jetzt auch hochleveln. Jetzt brauchen wir nur natürlich massigweise Erfahrung. So. Ist die Frage nur, was passiert, weil ich habe, glaube ich, definitiv mehr von den normalen Kristallen als wie Leute hier sind. Ob dann nochmal welche dazukommen, das könnte interessant sein. Ach, deswegen, ihn haben wir noch. Emma, das heißt, sie nehme ich auf jeden Fall noch dazu. Und ihn auch. Ja, doch, Heiler nehmen wir auch. Uga. Da lohnt sich mal das ganze Geld. Millionen. Ist die Frage, aber das kann ich jetzt noch nicht feststellen, was passiert, wenn die 120 erreicht haben? Können die es dann noch weiter steigern? Oder ist dann quasi Schluss? Aber hier ist ja wahrscheinlich das Max-Level vom von dem Vererbungskristall ist er 240. Dementsprechend scheint es fast so, als könnte man das noch weiter erhöhen. So. Und da fehlt mir jetzt Kristall. Ja. Das passiert also, wenn wir Level 240 mit allen erreichen. Können einige Helden, nicht alle, verbessern. Mit welcher Begründung auch immer. Also nicht alle Helden wählbar sind. Und diese dann noch weiter hochleveln. Und dafür brauchen wir dann die Kristalle. Gut, dass ich die immer trotzdem weitergeholt habe. Das heißt, wir brauchen weiterhin die Seelenrubine. Wir brauchen weiterhin Erfahrung.
Okay, nichtsdestotrotz haben die, die oben sind, trotzdem Vorteil, weil die das ja definitiv weiter sammeln konnten. Das ist nur die Frage, ob man irgendwie aus denen noch das Große machen könnte oder ob irgendwann die anderen noch dazukommen. Das ist jetzt die Frage. Das ist die große Frage. Ich überlege gerade, wo kriegt man die denn eigentlich her? Ich glaube, aus den Dämmerungsländern kriegen wir die noch. Ich glaube, das war der einzige Ort, der mir jetzt einfällt. Ja, nee, das ist Vererbung über 240. Wir werden mal hier noch mal kurz ein bisschen Erfahrungsboost reinhauen. Hat er gesehen, man braucht da ein bisschen. Und gucken das noch mal kurz an. Wir haben hier unseren Helden. Und die Werte steigen. Aber auch die Ausgaben. Wobei, die halten sich zum Teil tatsächlich noch in Grenzen. Das heißt, man kann da, glaube ich, tatsächlich relativ schnell diverse Werte erreichen. Gut. Also, das ist die Hyperevolution. Somit wisst ihr Bescheid, was euch erwartet, wenn ihr es Max-Level erreicht, wenn ihr es nicht sogar schon habt von allen Helden. Und ja, ich hoffe, ich konnte damit euch ein paar Informationen liefern, die ihr euch fragt, die vielleicht tatsächlich wichtig sind im Zuge auch der Ressourcengewinnung und Sammeln. Das heißt, definitiv, auch wenn ihr Seelenrubine nicht mehr brauchen solltet, weil alle schon über 220 sind, braucht ihr die danach trotzdem weiterhin. Ebenso Gold viel und Erfahrung. Ja, vielen Dank hier fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!